3 bis 5. 5 bis 10. 5 bis 9. Und das noch Blut. Na gut, machen wir so. Das sollte eigentlich geklappt haben dann. Die sind halt wirklich einfach momentan. Ah, ein bisschen Licht hier. Ach nein, das bringt gar kein Licht. Schweinerei! Wieso bringt das kein Licht? Ach gut, das hat. Das ist echt gut im Töten. Foolish horrors. Aber. Low and driven into the mud. Unverschlossene Truhe. Ah. Nein. Auch nicht? Auch nicht. Ich kann einmal rumprobieren, weil ich krieg eh nicht nächstes Support davon wieder. Auch nicht. What the fuck? Bandage? Auch nicht. Halber? Auch nicht. Okay. Dann nehme ich es halt einfach. Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Das ist ganz geil. Hab ich gerade über 12.000 gekriegt. Ich habe glaube noch 5.000 übrig gelassen. Also Gold wird mehr Krone. Minus Stressladen. Stressschaden bei Licht über 75. Ja, gut. Das ist nicht so häufig. So, Shirley hat religiöse Visionen und Wahnvorstellungen. Aber hat dafür erhöhte Crit-Chance. Toll. Macht der Verzweiflung. Das ist doch. Ja, genau. Die haben gerade das gleiche bekommen. Zwanghaft. Leidet unter dem Zwang, spezielle Handlungen ausführen zu müssen. Mir Stressschaden im Wald. Du warst aber gerade nicht im Wald. Schatzkeks. The degeneracy of the hamlet is nothing. Aber wo bin ich denn jetzt hingerannt? Versuche nach einer heiligen Vision. Schenkt sich noch etwas ein und will die Bahn noch nicht verlassen. Ach, Flackermann! Ist doch kacke. So, mal nach Stress sortieren, ja. Shirley hat aber auch nicht so viel Stress. Wie viel ist sie? 47 jetzt nach dem ganzen Quatsch. So, wie sieht's denn hier aus? Ein Pestdoktor und den. Euch brauche ich beide. Dankeschön. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? So, du bist also Roadfield. Oh nein, Roadfield habe ich doch schon ersetzt, oder? Desert Fox. Ups. Wieso macht das eh nicht? Fox der Zweite. So. Oh, Rolfier der Zweite, Desert Fox der Zweite und Shirley der Zweite. Genau, das sind die drei, die gestorben sind. Jetzt habe ich hier noch einen mehr. Ich muss mir überlegen, wie ich den nenne. Wie nenne ich dich? Wer ist denn noch ein guter Okkultist? Was, der hat eine Sehschwäche? Oh, oh. Fernkampffähigkeit. Mhm. Nur, dass du gerade Fernkampf machen sollst später. Oh Mann. So, wie nenne ich dich? Na komm, du bist mein Gronkh. Das sind zumindest Leute, die ich noch irgendwie einbauen kann. So, der eine säuft noch, der andere ist irgendwie unterwegs. Nach Aktivität sortieren? Achso, da kommen die nicht vorhanden sind, ganz nach unten oder was? Ne, irgendwie nicht. Nach Stufe sortieren. Dann ist Guppy nämlich ziemlich weit oben. So, Guppy, du musst jetzt erstmal nämlich ins Kloster. Und da rein. Behandlungsraum. So. Und du darfst erstmal das da wegmachen. Das kostet mich zwar einiges. Ich könnte mit Flutrunst nicht anfangen, weil das ist auch behindert. So. Jetzt noch so ein Kandidaten, der hier auf dem Scheiße. Shirley. Ungenau. Minus Crit. Will nur flagellieren.
Hat religiöse Visionen war unverständlich. Du bist direkt mit dran. Hier. Zack. Die beiden werden erstmal behandelt. So, nach Stress nochmal sortieren. Die anderen haben noch ein Stresslevel, das in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Pete? Ah, die kann ich mal hier sowas noch verbessern, damit du besser triffst damit. Würde ich sagen. Beziehungsweise damit hier Stresslinderung und Fackel sich erhöht. Oder Glauben des Bollwerks, selbst abwehren und Ziel markieren. Heilung, heilige Lanze, nach vorn, unheilig. Sich selbst zu markieren ist eigentlich nicht so eine schlechte Idee, damit die auf ihn gehen, aber dann verreckt er halt auch irgendwann. Weil er kriegt plus 25 Abwehr dadurch. Oder plus 28, wenn ich es so mache. Betäubender Schlag muss ich, glaube ich, nicht erhöhen. Eifernde Anklage. Wenn, dann erhöhe ich das hier noch ein bisschen. Ach, habe ich das gar nicht erhöht bei ihm. So, kann ich den Schmied? Ne, kann ich nicht erhöhen. Kann ich Dingens erhöhen? Die Gilde? Kann ich nur die Kosten verringern? Das nützt mir nicht so viel. Nützt mir nicht so viel. Hab ich hier schon irgendwas investiert? Nee, ne? Weil der macht richtig krass Schaden. Verrostete Ketten. Aus welchem Grundwert? Problem ist, ich habe jetzt noch einen Heiler dazu bekommen, dann werde ich das mal machen. Dann nehme ich den da jetzt mal mit. Wahrscheinlich. Dich nehme ich als Nahkämpfer mit. Dich so ein bisschen als Giftfernkämpfer. Dich als Heiler. Bei dir muss ich noch die Skills anpassen. Alter, krass. Habe ich hier drei Bosskämpfe, die ich machen könnte. Ich muss dann die Meereshöhlen. Da würde ich sie wahrscheinlich nochmal mitnehmen. Genau. Verbessere die Fähigkeiten. Gift habe ich schon verbessert. Flitzende Dolche. Ist vollkommen in Ordnung. Dort kann ich nichts verbessern, da kann ich nichts verbessern. Aber dir kann ich andere Fähigkeiten geben. Berührung aus dem Abgrund, Fernkampf, kann man gerade betäuben. Okay, der kann betäuben, der kann ziehen. Schwächender Fluch. Ja, ich hätte gern die Artillerie aus dem Abgrund. Also freigeschaltet. Und dann, so, genau. So, bei ihr, was kann sie noch? Verschwinden, Nahkampf, betäuben, okay. Giftless, plus den anderen Gift vom Bluten heilen. Okay, sie können sich selbst von Gift heilen und ausweichen geben. Und Geschicklichkeit, das ist ja gar nicht so ein schlechter Buff. Frage ist, was macht sie, wenn sie ganz nach vorne gezogen wird? Wobei, da will sie sowieso nicht stehen, da will ich sie eigentlich weghaben. Es wäre vielleicht ganz günstig, das noch zu lernen bei ihr. Und dann nehme anstatt dem Hacke ins Gesicht die Giftlist rein. Was hast du denn eigentlich? Kann ich das meiste eigentlich von der zweiten... Ich kann das Gift nicht von der zweiten Position aus machen. Wie ist denn das bei dem Pestdoktor? Solche Granate kann ich auch nicht von der zweiten Position aus machen. Präziser Schnitt. Gefechtsmedizin. Verwirrender Knall. Blendgas. Giftschlag. Giftschlag kann ich aber von der zweiten Position aus machen. Da will ich ihm wahrscheinlich noch Giftschlag beibringen. Giftschlag. So. Und anstatt präziser Schnitt nennst du einen Giftschlag. Fähigkeitsmedizin. Wie mache ich jetzt die Aufstellung? Das ist nicht ganz so einfach.
Ich will in die Meereshöhlen gehen, im Zweifel. So, das kannst du nur von ganz hinten aus machen. Das kannst du auch nur von ganz hinten aus machen. Brühen aus dem Kraft kannst du noch in vorne machen. Das Problem ist, dass sie halt blitzende Dolche. Und Dolchwurf habe ich dann nur. Im Zweifel will ich wahrscheinlich sie ersetzen. Ihn ersetzen, hier den Pestdoktor. Aber bluten ist, glaube ich, eine dumme Idee. Kann ich ihn für den Pestdoktor mitnehmen und das tauschen? Sieht so aus. Und ihn kann ich, glaube ich, auf die zweite Position nehmen. So. Diesmal denke ich an die verkackten Fackeln, die mir jedes Mal entfallen. Meine Güte. Was habe ich denn hier noch? Stressschaden bei Licht über 75. Gewöhnlich kriege ich schon gegen Bewegen. Pestdoktor, Pestdoktor. Baba. Kron des Lichts. Na komm, können wir mal mit. Besser als gar nichts mitzunehmen. Und ich hoffe mal, mein Gift reicht aus für den Quatsch jetzt, weil sonst habe ich keinen Heiler und komme da nicht durch. Ja, Gepäck. So. 4 für kurz, 1 davon. Gegengift, weil Gift ja so ein bisschen schwierig ist. So, 6 davon. Essen habe ich. Noch eine Schaufel sicherheitshalber mitnehmen. Gegengift habe ich. Weihwasser brauche ich, glaube ich, nicht. Aber Heilkräuter vielleicht noch. Und eine Bandage. Aufbrechen. So, mal sehen, wie es jetzt läuft. Ja, genau. Haben nämlich kaum caverns are teeming with pelagic nightmares. Bluten, Schwierigkeiten. 100% aller Raumkämpfe abschließen. Hey, Erbstücke. Nehmen. Okay, da hat jemand direkt mal gescoutet hier eine Runde. Und eine unbenutzte Fackel. Nehmen. So, 70 muss reichen für den Kampf. Bam. Und die sind sogar überrascht. So. Gift auch. Ich habe fast keine Giftresistenz hier. Ich nehme erstmal Gift mit. Und so, da ist ein 9er Crit dabei, was ziemlich geil ist. Giftschleim. Nice. Da kann er den auch noch ankotzen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass er noch Giftschleim hat. Kampfgebrüll. Plus Ausweichen und plus Geschicklichkeit. Erstmal auf alle. Der ist schon gestorben. Unforeseen. Unforgiving. Ja, betäubt. Malerei. Googelnder Griff. Das hat noch nicht funktioniert. Musst du. Krustenwald. Schützen. Jetzt greife ich automatisch, glaube ich, den an, wenn ich den versuche anzugreifen. So, 6 Schaden pro Runde. Dämonisches Zahn. Damit ist er tot. Jetzt probieren wir die nochmal an. Schwächen. Nicht schlecht. Was? Octoteus? Aua! Die Rache? Lol, der explodiert einfach! Sind natürlich alle ausgewichen. Gut, dass ich das Ausweichen gebufft habe. Fesseln. Betäuben. Absolution. Verwandlung. Nee, dann betäube ich die, ich will ihn jetzt nicht mehr verwandeln, wenn der Kampf so wie vorbei ist. Okay, und du. Tut mir leid, aber du passt. Weil du nur Scheiße bauen könntest.